Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft. Ja, weiter geht's. Wir haben ja unsere schöne Anlage. Der Zug fährt. Komischerweise, ja, weiß ich nicht. Entweder hat der Probleme oder keine Ahnung. Der fährt nicht wirklich. Ich warte hier schon seit 10 Stunden, bis er kommt und irgendwie, ja. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ehrlich. Der sollte ja kommen. Ja, hier kommt er. Aber das Problem ist, der bleibt ab und zu mal stecken. Entweder funktioniert der Chunkloader hier nicht richtig oder keine Ahnung. Warte, machen wir mal so. Nehmen wir. Ah, Menno. Wann dich hier? So. Stoppen. Notbremse. Aussteigen. Bauen wir einfach mal den Chunkloader ab. Bauen wir ihn neu auf. Und mal neu. Connect, vielleicht ist da irgendwer Fehler mit den Chunkloader. So, jetzt darfst du Vollgas weitergeben. Was? Warum? Warum hast du keine Wasserzellen mehr? Du dämlicher Zug. Du hast keine Wasserzellen. Solltest du aber haben. So, die Musik ist ziemlich laut, würde ich mal sagen. Ja. Gut. Sind halt keine Wasserzellen, warum weiß ich jetzt nicht, ist mir eigentlich auch relativ egal. Da steht er halt irgendwo. Ja, dann haben wir das alles geklärt. So, hier haben wir das. Ja, in der Folge wollte ich. Okay, nee. Schlafen gehen. Ja, dann gehen wir schlafen. Wir werden uns jetzt mal um diese komische Insel da kümmern. Da werden wir genau das machen im Light Energistic System. Dort werden wir ein separates System bauen. Und hier, das funktioniert alles. Das passt mir so. Eben dort ein separates Light Energistic System. Wo wir dann die Weiterverarbeitung machen von Eis und so weiter. Hier habe ich schon ein bisschen ausgebaut. Man sieht, hier habe ich ein bisschen größer gebaut. Den ganzen Bahnhof hier sozusagen. Kommt nicht gut, dass wir hier die ganzen Sachen verarbeiten. Hier kommt dann eben ein Bahnhof hin, hier dann ein Bahn, wie sagt man dazu? Gehsteig, nee, Bahnsteig, Bahnsteig, so heißt es genau. Wo dann rechts unsere Lok fährt und auf der linken Seite wird dann unser anderes Minecart fahren, das hier hinten rauskommt. Hier kommt es dann her, fährt hier hinten entlang. Hier dann noch mal rein, das habe ich noch nicht weitergebaut, das werden wir erst demnächst mal bauen, das ist jetzt noch nicht so wichtig. Fährt dann hier in unseren Bahnhof, nimmt die Sachen an und bringt sie in unsere Schleuderei, nee, Schleuderei nicht, in unsere, ja, sagt man dazu, Presserei, keine Ahnung. Aber es geht mal um die Insel und dort bauen wir wieder ein paar Applied Energistic Sachen. Und darum kümmern wir uns jetzt, wir brauchen einfach mal ME. Oder wir schauen hier einfach mal. Machen wir hier. Nee, weg. Hier ist du. Applied Energistic. Genau das. Hallo? So, genau so wollte ich das haben. So, und jetzt brauchen wir einmal einen Controller. Advanced Prozessor haben wir den. Oh ja, klar haben wir den. Dann brauchen wir Eisen und Quarz, okay. So. Und Quarz war das, ne? Quarz, genau, die Kristalle. Ergibt einen Controller. Wir werden da aber gleich zwei machen, weil wir werden zwei brauchen. Da habe ich noch etwas vor. Was werden wir denn noch brauchen? Wir werden das. Mal kurz überlegen, wie wir das handhaben werden. Also drüben brauchen wir auf alle Fälle mal Speicher. Das heißt, entweder wir nehmen Kisten, Chest oder wir nehmen einen Disk Drive. Theoretisch könnten wir auch. Nehmen wir einen Drive, da können wir mehr drauf speichern. ME-Prozessoren. Das
Teil wieder vergessen. Was? Ne, eine Kiste wollte ich haben. Kiste? Hä, was hat sie denn vor? Was hatte ich vor? Ah, da. Ne, Disc Drive. Was? Ja, was rede ich denn? Ich wollte eine Disc Drive. Keine. Also eine Kiste. Eine Kiste. Haben wir 10 Stück da. Dann war. MI-Prozessor. Und zwar diese hier. Dann haben wir. Eisen und. Glas. Iron. Hier, hier, hier und hier und Glas war 2 Stück. Glas, so. Hier und hier ergibt Disk Drive. Dann machen wir uns auch gleich 2 Stück. Wie gesagt, das werden wir brauchen. Nur keine Sorge, das werden wir alles verwenden. Prozessor, Disk Drive, was wir brauchen ist ein Terminal. Dann nehmen wir Access Terminal. Das ist ja Converted Matrix, haben wir sowas. Haben wir nicht, aber wir können es craften lassen. Mach mal 3 Stück. 2 brauchen wir ja. Eisenkabel, okay, das heißt so. Dann haben wir Kabel. Das kommt da vorne hin. Dann war irgendwas mit Eisen, glaube ich. Ich glaube, da müssten 4 Stück gewesen sein, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Genau, und 3-mal Glas. Zack, zack, zack. Auch 2-mal. Da haben alles 2-mal. So, ME-Kabel brauchen wir noch. Um das Ganze zu verbinden. Dann brauchen wir Exportbusse. Importbusse. Importbusse craften wir euch gleich noch 5 Stück mal. 5, so. Genau, dann haben wir 7. Dann machen wir noch eins, damit wir eine gerade Zahl haben. Beziehungsweise gleiche Zahl haben. Sagen wir mal lieber so. Dann brauchen wir nicht. Was wir aber brauchen, sind Speicherplätze. Die Storage. Wobei, wir haben ja hier noch Storage. Da, 1K. Performant. Kann man die gleich mal hier löschen. Clear. So. Gleich mal. Format. So. Die haben auch Preformat. Das heißt, die ist vorgespeichert, dass hier zum Beispiel nur Stone Covers drauf kommen. Das will ich nicht. Formatieren. Dann haben wir hier einfach ein paar leere. Ja, hier wäre noch ein 63. Ah, hier wäre noch ein Disk Drive mit einer Chest. Ah. Naja, dann halt nicht. Ist ja auch egal. So, was können wir hier wegtun? Die können wir wegtun. Schiene brauche ich jetzt auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Die restlichen Kacke brauche ich leider. So dich nicht. Gut, dich mal darunter. So. Darauf dich, dann haben wir Werkzeug, da kommt gleich mal rein. Du, das können wir noch unter Werkzeug reinmachen, was wir jetzt mal da nicht so brauchen werden. Diamant, Eisenschwert, warum ist das denn dem hier das Eisenschwert? Ey? Da hier eine Recycler rein, da so braucht kein Mensch. Dann gehen wir mal auf die verborgene Insel und zwar, wie hier kommen wir am leichtesten hin, indem wir einfach die Schiene nicht lang laufen. Hier runter wollte ich nicht. Das war eins zu tief, aber egal. Wir müssen hier runter nochmal. Da kommt man ja wieder auch hin. So, wieder rauf. Mal so schön Ausgang. Dann werden wir gleich sehen, ob der Zug schon da war. Er müsste eigentlich Richtung uns jetzt fahren. Oder auch nicht, je nachdem. Das ist eben das Problem irgendwie, ja. Will er mich verarschen? Der fährt jetzt nicht. Keine Ahnung. Das ist. Frage mich wieso. Vielleicht sollte ich den kompletten Zug nochmal abbauen und nochmal neu setzen. Oder ich weiß nicht, was er will von mir. Da hier fährt er. Das heißt, wenn mein. Okay, ich denke mal, er hat kein Wasser mehr. Okay. Shutting down. Erst macht er ja automatisch. Gut, ich lasse ihn aber jetzt einfach hier stehen. Mit auf den Gleisen.
Wird wohl keiner klauen, hoffe ich halt. Wenn doch, ich denke mal, weit kommt. Zu weit. Weit kommt er nicht, weil. Ja. Mehr als wir auf den Gleisen fahren kann er nicht, außer er kann ins Wasser fahren und ich denke mal, das will keiner. Oh, hier haben wir eben die schöne Insel, da werden wir gleich mal roden, also alles platt machen hier. Weg mit den ganzen Bäumen da. Bauen wir uns eine schöne Fährlein hinterhin. Und da leiten wir den Zug hin. Und der soll uns hier dann, ja, die Sachen zwischen buffern, beziehungsweise hier können wir ja so eine Verarbeitungsstätte hinbauen. So, mal ganze Holz. Ich frage jetzt auch, ja, wie bauen wir das Häuschen hier? Das bauen wir ein schönes Häuschen oder ein Industriehäuschen. Auf alle Fälle muss hier mal Platz geschafft werden. So, mal eben gemacht. Dann müssen wir hier auch einen kleinen Bahnhof bauen. Wo der Zug dann eben hält und Sachen auslädt und so. Da brauchen wir dann auch noch jede Menge von diesen Loader und Unloader. Tausch. So. Mal den Spack hier rum. Alter, die es nicht laden kann hier. Na, komm raus hier. Egal, soll er halt hier rum. Spack ist mir auch egal. So, wir kümmern uns jetzt mal um eine Kiste. Die stellen wir am besten hier mal hin und hier können wir alles rein, was wir hier brauchen werden. So, die brauche ich nicht unbedingt hier. Die können wir gleich eigentlich in unser System schicken. Sollen da rein, so, du. Äpfel brauche ich nicht. Viel zu gesund. Macht nur dick und rund. Muss ich mal kurz verschauen, wie schaut das eigentlich aus, wenn man es so macht? Und oben drauf Stein. Nee, gefällt mir nicht. So. Hast du da hier schon geladen? Nee, hat er nicht. Das heißt, da muss ich dann einmal connecten und disconnecten, dann geht's wieder. Und es wird Nacht, ist blöd, aber wir können ja warten, bis der Zug wieder kommt. Das soll er uns einfach mal mitnehmen. Zum Schlafen. Oder wir organisieren unser Bett hier. Und schlafen mal in der Wildnis. Versteht ihr? In der Wildnis einfach so mal so schlafen. Stellen wir ein paar Fackeln auf, damit hier keine Monster spawnen und uns, ja, töten. Ah, jetzt leitet er hier die Blöcke. Okay. Ja, ist meistens so. Keine Ahnung, warum der da rumspackt. Ist ja mit diesen Advanced Diamond Builder abbaut, dann spinnt er ein wenig rum. Keine Ahnung, wieso, ist mir auch egal. Stört uns ja jetzt nicht. Jetzt haben wir andere Sorgen. Und zwar müssen wir schauen, wie wir das Häuschen hier bauen. Auf alle Fälle muss man der Zug von hier drüben hier hinfahren. Dann wird er hier entlang fahren und hier irgendwo wieder so um die Kurve und wieder raus. So ist das Ziel. Dazu schauen wir gleich mal, ob wir ein paar Schienen noch in unser System haben oder ob wir die alle unten haben. Wir haben noch 20 Stück. Ja, ist halt nicht gerade viel, aber ich sage auch mal, besser ist wie gar nichts, ne? Besser ist ein Furz, der nach hinten losging. So, dann würde ich sagen, wir fahren genau hier rein. So, dann hier ein Stein rein. Oder Erde am besten mal. Dass wir das alles ein bisschen naturgetreu halten hier. Hier entlang. Hier werden dann die Loader und Unloader stehen, je nachdem, was wir brauchen. Und dann hier wieder zurück wird er fahren. Fahren. Ist auch so Fähre. Oh, dann schauen wir mal, aus was wir da bauen. Vielleicht auf dem Boden Bricks. Oder wir bauen ein schönes Holzhäuschen. Jungle Wood, nee, wenn dann Oakwood. Könnt ihr echt so ein Holzhäuschen hier hinbauen? Noch ein bisschen Holz, so. Ist ja so ein bisschen naturgetreu, dann bauen wir hier ein kleines Holzhäuschen hin. Schaut hier nicht so schlecht aus. Natürlich mit meinen Baukünsten wird das nicht so schön werden, aber ich gebe mein Bestes. So, zwar kommt hier, ich würde sagen, wir fangen hier schon mal an mit den Holzhäuschen. Also, wir sagen hier mal
Wenn wir ein Jetpack hätten. So, rauf. Dann kommt hier sozusagen ein Eingang. Ist natürlich so eine Sache, ne? Ne, durch eins kann er nicht durchfahren, da brauchen wir mindestens zwei, schätze ich mal. So. Dann hier noch eins rauf. Dann geht das. Das will ich eben genauso um die Kurve haben. Ein wenig, dass wir hier zwei haben. Und ja, hier eins bringt eigentlich nichts außer nix. Machen wir es lieber hier hin. So, du weg. So, du weg. Und hier entlang dann. Weil hier kommen wir dann jetzt ein Loader und Unloader hin. Auf dieser Seite. Dann kommt hier wieder der circa, ja hier, ich schätze einfach mal, machen wir einfach so mal. Ist der doch egal, wo der jetzt wirklich steht. Eins, zwei und hier wieder einer. Nach oben, das wird dann wieder die Ausfahrt werden. Sozusagen, so. Genau. Hier können wir aber auch so machen. Damit dann hier Fenster reinkommen, dann sieht das etwas ja, besser aus. Die Erde. So. Hier ein doppelt hohes Fenster oder machen wir drei hoch? Sollte ein bisschen. Ne, dann machen wir zwei hoch, weil. Wir könnten ja theoretisch. Müssen wir mal gucken, wie das aussieht, wenn wir hier oben eine Reihe komplett das Holz machen. Das dann vielleicht gut aussieht oder scheiße. Boah, es sieht jetzt gar nicht so schlecht aus, so lassen wir das. So, dann kommt hier auch so eine Reihe hin. Wobei, dann müsste man unten auch dieses Holz machen, ne? Aber dann wird es unten wieder zu hoch, das ist natürlich auch blöd. So. Dann haben wir hier eins Platz, oder? Na, da haben wir noch eine Reihe von denen hier. Dann hier noch eine Reihe von denen. Oder braucht mehr, viel mehr Platz, hätten wir nicht so weit machen sollen. Aber das werden wir schon schaffen. So. Und hier nochmal. Und jeweils eins rüber hier. So, du kommst dahin und du. Die haben mal gesagt, zwei hoch sollte reichen, ne? Und ihr seht, der Zug kommt einfach irgendwie nicht. Ich weiß nicht, warum, wo der stehen bleibt oder warum der stehen bleibt. Junkloader hat er eigentlich. Das ist aber erst seit kurzem so. Keine Ahnung, was er jetzt für einen Spinner hat. Muss ich mir mal genau ansehen, woran das liegt. Oder vielleicht habt ihr Ideen, keine Ahnung. So. Dann fahren wir hier wieder raus. Oder rein, je nachdem wie wir fahren. Kommt der Zug von der Seite, fährt er hier rein. Und hier raus. Kommt der Zug von der Seite, fährt er hier rein und hier raus. Weil wir werden auch die ganzen Rohstoffe, die wir bereits zu Hause haben, auch in dieses Haus transportieren. Wobei hier, das gefällt mir auch gut, wenn der hier zu wäre, nicht offen. Nicht so wie hier ein Fenster, das machen wir gleich weg so. Über hier ein großes Fenster, das passt dann. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wie haben wir denn das da auf dieser Seite? Gleich direkt, ja. Das heißt, das wäre dann so. Und hier müssen wir natürlich wieder weiter. Hm, hier ist natürlich Wasser, da machen wir das ganz anders dann. Da bauen wir sozusagen über dem Wasser. Ein Steg sozusagen. So. Frage ist, wie groß bauen wir das Haus, ne? Also es muss ja hierhin eine Platte, ein Logistiksystem, ein paar Öfen müssen hier hin. Wobei, das können wir alles auch im Keller bauen. Das heißt, das Haus muss ja nicht so extrem groß werden. Aber ich würde das schon gerne ein bisschen größer haben. Deswegen bauen wir das bis hierhin.
Haben wir genügend Holz? Ja, viel haben wir nicht mehr, aber ich meine etwas noch. Das ist eins zu hoch gewesen. Hier. Wollen wir schauen, wie wir die Fenster da reinmachen. So, genau. Oh, da haben wir sogar die richtige Höhe erwischt, ne? So, hier entlang. Zack. Schön mit Holz. So. Und hier als Dach werden wir dann das so machen. So. Mit Slabs. Das passt dann schön dazu. Weil da schaut das von innen auch nicht so gut aus, ne? Weil das Holz sieht man nicht. Aber von, wenn wir das oben machen, dann schaut es von außen wahrscheinlich nicht so gut aus. Ah, das werden wir dann noch sehen. Keine Ahnung. Lass mich überraschen, wie ich das machen werde. Wie ich Lust und Laune habe. Wie gesagt, hier werden wir dann ein bisschen Glas reinziehen, damit wir hier sozusagen, ja, eine Wasserfläche haben. Und hier geht's weiter. Mit unserem Haus. Ach so, da brauchen wir auch noch jede Menge Platz hier. So. Und hier einfach wieder zurück, ja. Also ihr seht, das wird schon etwas größer, das Häuschen. Also eh fast größer als wie geplant. Aber das ist halt so. Es muss ja auch groß sein, weil wir auch jede Menge hier reinhaben wollen. Oder ich zumindest. So, du musst da weichen leider. Und der Zug fährt noch immer nicht. Das nervt mit dem blöden Zug jetzt. Der macht nur Probleme, dieser Zug. Ich werde ihn gleich mal entgleisen lassen. Achso. Haha, ich reg mich die ganze Zeit über Zug auf. Dabei steht er ja da hinten, ne? Das habt ihr sicher schon die ganze Zeit gedacht. Mann, bist du blöd. Der Zug, den hast du stehen lassen und so weiter. Ja, ich bin blöd. Weil mich das vorher die ganze Zeit genervt hat, weil er wirklich nicht gefahren ist. Deswegen dachte ich jetzt, ja, er fährt jetzt auch nicht. Und in Wirklichkeit steht er ja da hinten. Ich habe ihn ja stehen lassen. Ich habe ihn einfach so stehen lassen. Einfach so, ohne, ja, Rumgelaber, einfach, bleib hier stehen und warte auf mich. Ich komme eh nie wieder. Irgendwann bist du schon ganz verrostet und so weiter. Und hast Pech gehabt. Das Häuschen gefällt mir auch schon mal. Schon schön groß und natürlich ein bisschen naturgetreu, also mit Holz schön. Das passt dann auch hier zu der kleinen Insel dazu. Und uns ist alles ausgegangen. Das heißt, wir müssen nachbestellen. So. Wir brauchen noch ein bisschen von diesem Oakwood. Machen wir 2 Stacks und davon auch noch 2 Stacks. Und fertig. Warten wir kurz. Schon müsste es da sein. Das geht ja ratzfatz. Wir haben hier einen super Bestellservice. Bestellen und schon ist es da. So. Das passt soweit mal. Jetzt ist die Frage, machen wir hier wirklich Glas rein? Bin am Überlegen. Doch ein bisschen blöd, ne? So. Jetzt kann das auch weg. Okay, hat noch nicht alles geladen. Ja, ich brauche nur einmal disconnecten. Und neu connecten. Dann hat das geladen. Und ihr seht, da ist noch einige Blöcke mehr, die er nicht laden konnte. Das liegt eben an diesen Advanced Will. So, rein da. Und schon haben wir eine schöne, relativ große Fläche, möchte ich mal sagen. So klein ist das gar nicht. Aber den machen hier einfach dicht. Fertig. Mit Glas möchte ich hier nicht arbeiten, weil das wäre dann alles im Weg, weil wir ja dann Geräte platzieren müssten und so weiter. Deswegen machen wir hier einfach dicht. Wir sind ja nicht ganz dicht, deswegen machen wir es dicht. So, komm. Okay, jetzt geht uns die Erde aus. Gut. Dach und so weiter müssen wir uns noch drum kümmern. Ich denke mal, wir machen das trotzdem oben. So. Ja, wir machen das oben und schauen dann, ob wir hier vielleicht hier oben noch ein paar drauf machen. Mal die abbauen, dann bekommen wir wieder 2 raus. Dass wir das vielleicht eben so geteilt machen, so. Weil das sieht hier auch nicht so schlecht aus, ne?
Was wir aber noch brauchen, ist unbedingt Glasscheiben hier rein. Oder machen wir hier einfach ein anderes Holz, kein Stein. So. Ich bin noch am überlegen. Oder doch lieber unten. Wenn man es so macht, hat man es natürlich schön abgestuft hier ein bisschen. Ne? Dann sieht das ein bisschen ja nach Dach aus. Da hat man meistens ein bisschen mehr tiefer, aber dafür sieht es innen nicht so gut aus. Hier haben wir, finde ich, eine Abgrenzung. Ist halt so eine Sache. Wobei innen mich interessiert eigentlich, ne? Ja, machen wir so, ist am besten. Dann haben wir hier schön 1, 2, 3, 4 hoch, das passt auch. Gut, dann würde ich sagen, ich baue das Häuschen hier einmal offline weiter. So wie ich mir denke, dass es passt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir hier uns um die Einrichtung kümmern, um dieses Blight der Logistik, was wir hier irgendwo stehen haben, die Kiste. Hier. Um das ganze Zeug werden wir hier aufbauen. Stromversorgung brauchen wir hier, ja. Da haben wir eh zum Glück eine Solarzelle hier drin. Die sollte eigentlich ausreichen. Dann machen wir so ein kleine MFE oder sowas als Speicher. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also ciao Leute, bis dann.